Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man YouTube-Kapitel auf einem Smartphone in der YouTube-App nutzt. Man kann natürlich diese Kapitel auch auf einem PC nutzen oder eventuell auch erstellen. Wie genau das funktioniert, habe ich in anderen Videos erklärt. Diese findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Aber kommen wir zurück zur YouTube-App und zu den YouTube-Video-Kapiteln. Um ein YouTube-Video-Kapitel nutzen zu können, muss natürlich der Nutzer ein YouTube-Video-Kapitel erstellt haben. Das heißt, sein Video in Kapitel unterteilt haben oder zumindest die automatische Kapitelerstellung angeschaltet oder eingeschaltet haben und YouTube muss hier Kapitel erkannt haben. Ist das der Fall, sehen wir die einzelnen Kapitel. Wie sehen wir diese? Ganz einfach. Wir öffnen hierzu einfach mal unsere YouTube-App und öffnen ein x-beliebiges Video. Wir sehen, das Video startet und wir haben hier ganz normal unseren Videobildschirm. Wenn wir mit dem Finger in den Bildschirm hineinklicken und zwar hier unten über die Wiedergabeleiste fahren, seht ihr die einzelnen Kapitel, die ein Video hat, sofern denn hier Kapitel erstellt worden sind. Unter diesen Kapiteln sehen wir die Kapitelüberschrift und können dann so gezielt zu dem Kapitel springen, was wir anschauen wollen. Mitunter ist das aber für alle Menschen nicht besonders gut geeignet, da hier der Balken ziemlich klein ist und dieser sich sehr schlecht greifen lässt. Es gibt noch eine weitere, komfortablere Art und Weise, die Videokapitel anzuwählen. Hierzu klickt ihr unter dem Video auf den Pfeil für die Videobeschreibung und kommt so in die Videobeschreibung und weiteren Zusatzfunktionen. Eine davon ist das Kapitelmenü. Ihr seht hier unten das Kapitelmenü und ihr seht auch, dass wir in diesem Kapitelmenü schön hin und her scrollen können. Hier können wir ganz komfortabel uns einzelne Kapitel auswählen. Wir sehen den Zeitstempel, wann die Kapitel starten und können dann gezielt zu diesem Kapitel springen, indem wir einfach dieses Kapitel hier anwählen. Klicken wir auf Alle ansehen, bekommen wir nochmal eine etwas größere Ansicht. Diese ist vergleichbar mit der Ansicht, die wir zum Beispiel auch am PC haben, wenn wir uns hier die Kapitel nochmal anschauen. Besonderheit an dieser Ansicht, wir haben hier noch die Funktion, einzelne Videokapitel zu teilen. Das heißt, ich markiere jetzt einfach mal ein spezielles Videokapitel und möchte dieses eventuell mit einem Freund, einem Bekannten oder sonst wo teilen. Also klicke ich hier auf das Teilen-Symbol und wir können nun hier auswählen, mit welcher App oder mit welcher Funktion wir dieses Videokapitel teilen möchten. Somit wird dann dieses Videokapitel über euren gewählten Schritt geteilt und ihr könnt zum Beispiel einer Person einen Teil eines Tutorials näher zeigen oder wenn jemand vielleicht irgendwo nicht weiterkommt und ihr habt die Lösung in einem Video gefunden, könnt ihr gezielt diese Videomarke, diesen Zeitstempel mit dieser Person teilen. Und die Person kommt exakt an diesen Zeitstempel heraus. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Habe ich euch hier was Neues erzählen können oder in irgendeiner Form weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.